Oh, Tag schön. Frisian von Team Hellfish, das bin ich. Und es geht mal wieder weiter. Ich habe jetzt hier ein paar Beuteverträge. Aber ich will mich hier nach unten durchkämpfen zu diesem Teufelsgriff Rebellenlager. Das kann ich nicht erreichen. Wieso hier noch ein Fragezeichen ist, weiß ich nicht. Deswegen gehe ich da mal hin. Aber ich werde unterwegs mal diese Feuer mitnehmen. Und vielleicht kümmere ich mich mal auch um den Elefanten. Und das wird länger dauern, deswegen müssen wir gleich loslegen. Kann ich das irgendwie ausmachen? Ich will nicht da oben hin. So. Das lese ich mir da mal durch. Okay. Dann lass es mal gucken. Wenn ich kann, sollte ich Rundas Verträge mal lesen. Die Details einmal anschauen. Ja, das sollte ich. Aber erst, wenn ich hier alles geklärt habe. Diese Ruine ist nicht ganz so verfallen wie andere hier draußen. Vielleicht die, von der Osseram-Stöberer erzählt hat. Könnte sich lohnen, mal reinzuschauen. Mal sehen, was ich damit machen kann. Da gibt's nicht. Hier kommt man nicht rein. Dann müssen wir da oben drauf. Oh Mann, muss man wieder so viel rumlatschen. Naja, man kann ja nicht da erwarten, dass man immer an der richtigen Stelle steht, ne? Guck mal, hier geht's rein. Oder auch nicht. Ein Relikt? Wie komme ich jetzt da rein, um es zu holen? Oh, das ist eine Reliktruine. Ach ja, klar. Das ist eine Reliktruine. Wieso ist die blau? Blaue habe ich doch schon gemacht. Das gucken wir uns jetzt mal an. Dann ist es halt für heute die Reliktruine. Haben wir das Feuer schon? Ja, das haben wir. Komme! Ah. Mann, Aloy. Manchmal regst du mich ein bisschen auf. Nein! Darüber. Das Ding ist ja was anderes. Das ist nicht die Reliktruine. Das ist irgendein anderes Teil. Selben Wassersystem wie Morlins Ruine gehören. Ups. Muss ich hier? Sieht aus, als wäre ein Abfluss hinter dem Gitter an der Wand. Ich
Da komme ich aber nicht hoch. Ich brauche eine Kiste oder sowas. Oh, da ist Grünglanz da hinten. Ja, und jetzt hänge ich hier. Aber hier wollte ich nicht hin. Okay. Hier gibt es eine Menge zu tun. Ja, super, ich kann hier hochklettern, aber nichts machen. Okay, ich kann an die Kante mich fallen lassen. Dann gehe ich da mal rüber. Ja. So, das ist doch schon mal was. Die Tür ist so. Man braucht wohl ein Schlüsselmodul. Ja, okay. Also, wir haben gesehen einen Abfluss. Da ist eine Kiste, die ich runterziehen kann. Hier ist eine Kiste, die ich runterschieben kann. Ich nehme an, die muss dahin. Die Kiste wird nützlich sein. Doch, wofür? Aloy. Okay, ganz normal die Treppe hochlaufen. So. Da ist ein Schlüssel. Dann können wir die Kiste vielleicht hier hinbringen. Ich glaube nicht. Kann ich von hier unten nicht lesen, ne?
Mist. Wie kommen wir an die Kiste, an die... Da waren wir ja schon, aber... Okay, versuchen wir es nochmal auf der anderen Seite. Irgendwie muss das hier wichtig sein. Das gibt's doch nicht. Ich kann mich nicht festhalten. Was machst du da? Da ist der Code und der Schlüssel. Wie kommen wir dahin? Also, es muss irgendwas damit zu tun haben. Von dort aus müsste ich klettern können. Da oben ist nichts, hier ist nichts. Was können wir denn mit der Kiste anstellen hier? Ich denke, die Kiste ist dafür da, um hier hochzukommen, oder? Ja. Oder auch da. Oder beides. Kann ich die Kiste davor schieben? Wow, das Wasser steigt schnell. Nur wie hoch ist die Frage? Ah,
da kann ich also hin. Sehr gut. Ein Schlüsselmodul. Ganz recht, Aloy. Ein Schlüsselmodul. Daten bestätigt. Wie oft heißt es, was ist, wenn das ein Relikt-Datenpunkt ist, dann muss man den lesen. Das heißt, es so ein Poker Emotionen beherrschen, ein Pokerface aussetzen, sich im Griff haben, um eine Rückschlüsse auf Blatt zuzulassen? Völlig falsch. Strategie, ein Buch, Schlage, Smartbook, KI, stell dich dumm, beweist. Naja. Das ist, glaube ich, nicht das Ding, was ich suche. Wahrscheinlich gibt es gar keinen Zahlencode, oder? Okay, bin drin. Aha. Ein Lagerraum für eine Kiste, sehr gut gesichert. Nun, was machen wir damit? Wir waren da, wir waren bei der Tür. Und wir müssen da hoch. Eventuell. Ich sollte das Wasser abschütteln. Eventuell. Können wir das Ding hier reinschubsen. Und es schwimmt. Sehr gut. So, wo ist denn das Ding da hinten? Kann ich das irgendwo hier gebrauchen? Bringst du das, es hier hinzuschieben? Könnte ich dann hier hoch? Ich könnte es hier hinziehen und dann quasi mit Wasser da hoch. Aber so geht's ja nicht. Wie kriege ich das Ding? Ah, toll. Okay, Kisten. Ob sie schwimmen können? Ich muss näher rangehen. Scheiße.
Okay, da muss ich hin. Und noch mal versuchen. Ach ja. Jetzt komm schon. Was soll das denn bitte? Okay, zwei Kisten. Was mache ich damit? Wo ist denn eigentlich die andere Kiste? Ach ja, die ist in dem... Okay, wenn ich hier stehe, kann ich die nicht ziehen. Ne? Naja, das geht leider nicht. Wenn die Kiste dort schwimmen würde, muss ich das nochmal. Muss ich nochmal ablassen. Nee. Die Kiste blockiert noch den Abfluss. Vielleicht kann ich das ändern. Vielleicht komme ich an etwas Höheres ran, wenn ich auf der Kiste stehe. Der Wasserpegel sinkt. Nee, ich würde sagen, die muss hier stehen bleiben. Und die nehmen wir und schieben wir die jetzt mal da drunter. Und dann machen wir das Wasser wieder an. Ach nee. Wir müssen die ja erst nutzen, um hier hochzukommen. Gleich haben wir's. Ich hab's im Gefühl. So sollte es gehen. Ha.
So, das sieht doch gut aus. Na also. Jetzt komme ich weiter. Weiter. Na bitte. Na also. Noch eins dieser Relikte. Den Daten zufolge hat dieses Ding mit etwas aus dieser Umgebung zu tun. Vielleicht wissen es Morlins Leute. Morlins Leute? So, trotzdem fehlt uns immer noch was, oder? Nee, das habe ich auch eingesammelt. Okay. Das nächste Feuer. Jetzt mach doch kein Terz. So, Morlins Leute wissen das. Müssten wir da wieder hin, ne? Wir wollen ja auch die Überwachungsdrohne noch machen. Koja, wir holen uns jetzt erstmal das Feuer, dann das Feuer und dann zurück zu Mullen und dann gucken wir mal, was es damit auf sich hat. Hochrutschen, sehr cool. So. Okay, das kriege ich nicht. Ah, ich kann es nicht lassen. Ich möchte einen davon kurz schließen. Jetzt schau mal, ob du für mich die Rationen findest, die du da brauchst. Du suchst Rationen? Dazu hätte der wahrscheinlich friedlich sein müssen, oder? Oh, und schon bin ich wieder in einer anderen Nebenqueste. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet.
greife jetzt das Schwein an. Wo wollte ich hin? Ah, komm, das machen wir auch noch. Dank der Daten aus den Brutstätten kann ich jetzt auch Spürergräber überbrücken. Ja. Wo hier geht's heiß her? Einen anderen Dornrücken finden. Schätze, der muss friedlich sein. Ja, findet der jetzt was oder nicht? Ja, und wie findet er die? Komm, das bringt mir jetzt nichts. Du sollst suchen. Such! Such! Egal.
Wir hatten was anderes vor. Feuer und dann nochmal zurück zu Morlund. So sieht's mir aus. Also. Die Ursprünge der Ornamente. Ah, okay, das war das. Wie ich sehe, hast du einen neuen Ballon fertig. Er wirkt innovativ. Ja, ja, wie versprochen. Ein Veteran zahlreicher Testflüge durch meine Wenigkeit. Alle erfolgreich, keine Störungen in der Luft. Keine Probleme? Wie hast du das gemacht? Eine komplette Neukonzeption des Ballons mit Fokus auf ultimativen Komfort und zuverlässigen Flugeigenschaften. Und eine stärkere Leine. Zwei dieses Mal, falls eine reißt. Schlau. Und sicher. Sorglosigkeit inklusive bei jedem Aufstieg und Abstieg. Garantiert. Was meinst du? Unser letztes Abenteuer hat sich rumgesprochen. Wenn du nochmal mit mir aufsteigst, würde das bestimmt mehr aus dem Publikum ermutigen. Nicht jetzt. Los geht's. Nachtflug? Nachtflug. Nur hoch und runter? Okay. Ah, jetzt machen wir wieder viel zu viel Nebengequatsche. Aber egal. Publikum. Das will ich sehen. Seht her, wie diese tapfere, ehrbare Nora und ich vor euren Augen in die Luft steigen. Fliegen wir hoch! Aloy, du bist meine Glücksbringerin. Oh, ich habe den Ballon umfangreich modifiziert. Verstärkte Träger, oh, Doppelnahtgewebe, maßgefertigt platziert. Oh, und Kissen. Und Kissen. Was hast du vor? Du Schlingel. Beim Zahnrad Aloy. Die Welt unter uns ist so groß. Alte Stadt. Von hier oben wirkt sie so riesig. All die Leute, die in der Blütezeit hierher kamen. Mir fällt ein, ich hätte eine Anleitung für dieses Fluggerät schreiben sollen. Ich finde, wir bräuchten Fliegeruniformen. Auffällig und doch geschmackvoll. Weißt du, was gut für längere Luftfahrten wäre? Speise- und Getränkeservice. Ja, okay, reicht. Mit meinem Schwebeballon in den Himmel und seht... Ahaha! Aloy! Ich sehe an deinem Blick, dass du für einen erneuten Flug im Schwebeballon bereit bist. Na, bist du bereit? Nein, ich suche was ganz anderes. Vielleicht. Du hast sicher schon bald jede Menge Kunden. Oh, ich hatte gehofft, wir würden erneut fliegen. Aber du bist stets willkommen, Aloy. Jederzeit. Na klar. So. Also, ich muss zu den neuen Quest. Okay, die können wir auch noch abholen. Aber wir müssen zurück in das Gebiet.
Hast du was Cooles? Was ich vorhin gesagt habe. Hoffentlich findet ihr Boomer. Nein. Nein. Behemoth Zirkulator. Ich kann eine Aufgabe erstellen. Weiß ich immer, was ich suche. Okay. Dann geh jetzt. Und lass dich nicht töten. Den Ursprung der Ornamente. Tränke sind kein Bier, aber sie sind... Knuspriger Skorpion. Wüstenreptil Fleisch. Eulenfeder. Eulenfeder war doch irgendwas. Ich kaufe mal von allem so ein bisschen. Denn ich brauche ja ein paar Sachen, ne? Heliafeder, die auf jeden Fall. Nein. Kröten-Echsenhaut. Auch sehr wenig. Kaninchenhaut habe ich gar nicht. Kaufe ich mal einmal. Präriehund. So, Schwein habe ich genug. Euren Gabelbein, das brauche ich. Kaufe jetzt mal eins. Ganz Geiergabelbein. Kaufe ich auch. Und davon jeweils einen. So, dann habe ich zumindest mal alles. Wieder was zu verkaufen. Rohstoffe. Okay. Morland hat dich wieder zu einem seiner seltsamen Experimente gebracht. Heilmittel und Tränke, um das Leben leichter zu machen. Ich glaube, hier in der Nähe ist deine Welt. Ignorierst du mich? Und beim nächsten Mal, wenn du hier bist. Die Queste. Sie rennt wirklich viel herum, was? Hast du die in der Nacht gesehen, die Maschinen reiten? Irgendwie. Nö. Verschlossen, okay. Stamor, brauchst du noch etwas? Ein neuer Traum brach an für die drei Abenteurer. Und sie kehrten zurück in die ehemals versunkene Stadt. Wo hinter jeder baufälligen Mauer Schätze warteten. Wie leckeres Bier in einem übervollen Fass. Wir hatten uns den Weg weiter in die Ruinen gebahnt. Und in einer davon, der Wortschmied sah etwas funkeln. Ein Wunder in einem Meer von Wundern. Leider konnte er es nicht erreichen. Du hast so ein Ding gesehen und es nicht gekriegt? Eine Tür steht im Weg, auf fiese Weise verschlossen. Morland auf fiese wollte springen, Weise. Aber Abaddon meinte, die Gefahr sei zu hoch, das Ding unter dem Geröll zu zerstören. Und da könnte dieser Scherbenzähler sogar mal recht haben.
Die Hoffnung des alten Wortschmieds war dahin, bis seine Freundin mit einem Händchen für das Unmögliche zurückkehrte. Ob du dich wohl noch einmal unter die Wüste wagen könntest? Mal sehen, was ich tun kann. Wo liegt dieser Ort? Wenn du unten bist, geh nach rechts bei der Statue des Riesen. Die Ruine ist bei einem Metallturm. Und so zog unsere Heldin los, begleitet von der Hoffnung des Wortschmieds. Ja, okay. Trotzdem. Was muss ich denn hier jetzt finden? Also, ich meine... Nee, warte, ich kann doch jemand haben. Sammelobjekt. Nacht der Lichter. Ursprung. Alle Tenakt-Kampfplatzabzeichen. Häckslerhandschuh. Den will ich aber gar nicht aktiv haben. Nee. Muma finden? Auf die muss ich noch warten, glaube ich. Was war denn das jetzt? Ursprung der Dings. Hier. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir schon wieder viel zu spät sind. Und deswegen mache ich jetzt mal... Was ist das? Verlorene Vorräte. Achso, okay. Deswegen mache ich jetzt Feierabend. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit der Drohne oder dem hier. Also weiß ich noch nicht. Gucken. Es gibt noch ein bisschen was zu tun hier in der Gegend. In Las Vegas oder in... Wie hieß das? Glitter-Dings. Warte mal. Das hieß... Glimmerwinkel. So hieß es, genau. Alles klar. Also, danke euch fürs Reinschauen und bis dahin, euer Frisian. Ciao.